So, da bin ich. Brauche natürlich ein Visum für Russland. Kann ja nicht ohne Visum einreisen. Hier ist mein Reisepass. Da kommt das russische Visum rein. Da steht's. Ein bisschen Russisch muss ich auch lernen. Eingang steht schon mal drauf. Und damit ihr seht, dass ich kein dumm Tüch vertell, bin wirklich jetzt hier in Hamburg am russischen Generalkonsulat. Da stelle ich mich an, gehe als erster rein, hol mein Visum ab und dann kann ich nach Russland kommen und sage ich Dobry Dzień. Ich glaube, das ist das erste Wort, was ich jetzt gelernt habe. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Ich rein, also ganz alleine, kein Schwein da, guckt euch das an hier, direkt durchmarschiert, zack, habe ich es gekriegt. Da habe ich es nun. Ich kann also stumpf einreisen in Russland und mitmischen. Bin ja immerhin nominiert. Mehr geht nicht. 14., 15. Juni geht das los und dann bin ich mit aufgestellt. Moma. So, mein Fahrer wartet auch schon auf mich. Da steige ich jetzt ein. Ja, ich würde sagen, wir fahren direkt durch nach Russland, ne? Ach so. Ja, er versteht nur Russisch, der Taxifahrer. Das war wieder klar.